jetzt der Lina vom Steinberger Hotel in Bad Neuenahr. Sehr interessant. Und ein Autorennen findet hier auch statt. Da sehen wir schon zwei Top-Ferraris. Ja, da steht Nummer 1. Platzieren werde. Da steht Nummer 2 und da gehen wir jetzt mal rüber. Gucken uns die Fahrzeuge mal genau an. Hier noch einmal der Steigenberger auf dem Zelt von Bad Neuenahr. Dies ist auch ganz interessant hier. Pelze und Juwelen. Sollen wir mal gucken gehen? Und jetzt zu den Ferraris. Ah. Ist das Challenge, habe ich schon gesagt. Ja. Ist aber Das Video ist für mich sehr wichtig, für das Karriere weiterkommen von Zeri. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Machen Sie schön Platz. Die junge Dame wird von vorne und so. Wenn Sie sich auch
erste Sommernacht der Rose. Der Fokus ganz auf bei der Dame, ne? Nee. Dankeschön. Ist besser hier, ne? Dankeschön. Meine Damen und Herren, die Dame der Rose 2009-2010 ist Anne Fiedler. Liebe Anne, dein Publikum, dein Applaus, herzlichen Glückwunsch. Ich bin ganz, ganz doll froh, dass es eine wirkliche Überraschung für alle ist. Keiner wusste Bescheid, bis auf einen ganz, ganz kleinen Kreis von 5 Personen, dass du die neue Dame der Rose wirst. Ich darf beim Du bleiben, ich kenne dich seit deiner Geburt. So ziemlich genau vor 23 Jahren haben ganz stolze Eltern Maternus und Renate Fiedler mir ihren ersten Nachwuchs präsentiert. Und ich bin ganz, ganz froh, dass du jetzt als 9a Mädchen, du bist in 9a geboren, du wohnst in 9a, dass du Dame der Rose bist. Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Liebe und Gute. Ich habe natürlich ein paar Fragen an dich, damit alle hier dich ein wenig kennenlernen. Wer wäre noch, dass er die gesamte Gastin von 9a Kurhaus mit Rosen geschmückt ist? So ein Wetter, so einer Sommernacht der Rosen, ich bin mittlerweile 15, als Veranstalter habe ich noch nie erlebt. Man muss aber auch mal mit Dankbarkeit sagen, man kann nicht nur immer gutes Wetter haben, man muss auch mal einen Nachmittag mit Regen ertragen können, wenn die Nacht dann richtig blau und regenfrei wird, wie das heute Abend dann ja auch werden wird. Du hast wahrscheinlich gezittert. Ja, schon ein bisschen. Ich bin froh, dass ihr alle da sind. Und ja, ich würde uns alle gerne sehen, dass wir das mal ein bisschen finden. Das wird halt nicht einfach so sein. Und, ich muss mal eine Frage. Ich habe dich jetzt ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Wie kommt das? Wie kamst du da hin? Was machst du beim Fernsehen oder was hast du dort gemacht? Ich habe lange als Redakteurin gearbeitet, lange 2 Jahre. Ich habe von 1901 RTL Ski. Ja, und dann kam es das ein oder andere Mal auch dazu, dass ich vor Ort musste. Also das heißt, musste ich das immer sehr gerne machen. Finde ich auch ganz klasse, da steht man, man sitzt vor dem Fernseher und plötzlich denkt man, hups, die kennst du doch, die junge Dame. Und die kommt aus dem Adler und flimmert dann in sämtlichen Wohnzimmern Deutschlands rum. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit als Repräsentantin von Bad 9a, aber auch von Bad 9a Arbeit und dem Ahrtal, Werbung weiterhin zu machen. Du kennst Bad 9a, aber du kennst, glaube ich, und magst auch das ganze Ahrtal. Ja, auf jeden Fall. Also ich war 9a geboren, lange in Arbeit gelebt. Jetzt momentan selber in Bad 9a lebend und ja, das Ahrtal, das finde ich natürlich sehr bevorzugt, das ist meine Heimat und ich sehe es sehr gerne. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass wir viele Menschen für unsere Heimat, für dieses tolle Tal, für dieses tolle Heilbad, aber auch insgesamt das Ahrtal begeistern werden wirst. Es war ja ein Geheimnis und als du erfahren hast, dass du Dame der Rose wirst, da hast du ja deine schon erwähnten Eltern dann ja auch mal irgendwann eingeweiht. Wie war das? Hast du da Unterstützung bekommen? Frag ich mal ganz vorsichtig. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist eine große Ehre, dieses Amt ausführen zu dürfen. Und meine Eltern haben genau so reagiert. Also, ich sehe da vorne auf der Brücke zur Tanzfläche auch ganz stolze Eltern. Der Papa hat ja telefoniert. Da vorne wird das Feuerwerk installiert. Internationalen Freunden und gibt das durch. Stolze Augen. Ich finde das klasse. Deine Eltern, die sind ja sehr, sehr auch im Ehrendienst stark engagiert hier im Tal. Aber sie haben auch noch eine Veranstaltungsagentur. Da hilfst du auch, ne? Ja, habe ich lange gemacht. Momentan ist es alles knapp, aber wenn ich kann, also ich bin noch wirklich sehr. Jetzt machen wir noch einen Rundgang durch den Kurpark von Bad 9a. Das heißt, wenn du sagst, du hast das gemacht, gehe ich mal davon aus, dass du im Moment nicht so viel Zeit dafür hast. Du studierst. Was studierst du? Wo studierst du das? Ich studiere in Bonn an der Rheinischen Universität, Kommunikationswissenschaften mit dem verschiedenen Bereich Mikro- und Überwachung. Das könnte ein bisschen helfen bei deiner Anzahl als Dame der Rose. Oder sind zumindest gegenseitig geboten, Kommunikationswissenschaft wird sehr, sehr viel kommunizieren. Du wirst sehr viele Auftritte haben. Gestern hat deine Vorgängerin, die wir gestern verabschiedet haben, Tamara Mehrer davon berichtet, dass sie circa einen Auftritt pro Woche hat. Was noch kumuliert ist, dass sie mehrere Auftritte pro Woche findet, aber das wird auch ein Auftritt pro Woche.
in Bonn Speicherschule, dass sie dann öfter mal in Aufgaben. Hallo. Wir können zwei Damen gratulieren, und zwar sind das beides Vorgängerinnen von hier, nämlich die Dame der Rose 2008-2009, die gestern verabschiedet wurde, und Michaela Wolf, Beauftragte der Rose, die mittlerweile Vorsitzende des Arbeitskreises Bad Neuenahr, die dieses Testwochenende hier über ein Jahr jeweils vorbereitet. Dieser Arbeitskreis wird geführt durch die blonde Dame Michaela Wolf, die ich Ihnen jetzt auch vorstellen möchte, und Tamara Mehring, Dame der Rose. Bis gestern Abend möchte ich gratulieren. Das Video ist nun beendet. Nichts beendet. Wir zeigen mal noch die Misswahl. Gehen wir da mal gucken. Sondern auch diesen wunderbaren Rosenstrauß von Sabine Haller. Der Himmel, da sieht man dich ja nicht ganz klein, wo du willst. Hat aber so Anna Kirmes Format.
denn jetzt? Irgendwo irgendwann. Schön lang, ne?
wo bleibt der Schlussknall? Ja, bei uns zu Hause, da wird erst knallt es ganz fürchterlich. Komm nicht rüber. Guck nicht rüber. So lichtschwach. Oh.